Was haben wir denn Schönes heute? Doppelrotor. Okay. Oh, da tritt sogar noch einer bei. Sollen sie, alles gut. Kikluki. Level 78. Ja, lass ihn drin, alles gut. Es ist, ich glaube, das ist eh eine Doppelmission, ne? Das sind zwei Teams. Das heißt, du musst mal warten, noch bitte noch, bis noch einer dazukommt. Ich hoffe, dass wir dann zusammen in einem Team spawnen. Dann. Ich hoffe, dass noch einer kommt jetzt. Warte mal. Meine Freunde von Freundesliste. Ja, es ist sonst keiner mehr online. Ich dachte jetzt nur Rien und so, die sind schon mit dabei, aber die sind scheinbar nicht online. Ich lade mal mit ein. Vielleicht kommt er ja. Aber ich glaube nicht, dass er. Gucken. Sieht nicht so aus. Ich habe Barney mal mit eingeladen, mal gucken, ob er kommen würde. Aber ich glaube, der ist, glaube ich, nicht mehr in GTA online. Oder machen wir mal Spieler mit gleichen Fähigkeit und so, dass du da einfach mal eine Liste einlädst. Vielleicht kommt da irgendwie noch einer dazu. Irgendwie kommt da keiner mehr. Ja, dann schaut er zur Not. Alles gut. Dann müssen wir, hoffen wir mal, dass wir jetzt tatsächlich mit beiden in einem Team sind. Aber ich. Bei zwei Jobs, mit zwei Leuten wird wahrscheinlich ein Zweier-Team, ein Einser-Team sein. Aber, naja. Müssen wir mal gucken, wenn wir es gleich machen. Ne, wir beide sind zusammen in einem Team. Ha, hat funktioniert. Oder? Ne, sind halt drei zusammen. Hä? Okay. Gut, ich dachte, da sind sie. Dann komme ich mit zu dir, halt. Ja, ja. Och, leck mich. Blöder, mit so einem scheiß Schiebe. Tja, ich gehabt. Ja, warte, sonst nehmen wir meinen. Das wäre, glaube ich, am einfachsten. Ich mach den für den frei mit. Ja, ja, warte, 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 warte. Fahrzeuge. Jeder. Okay, dann kann er jetzt mitjoinen. Begib dich zum Flugplatz von Sandy Shores. Aber ich wundere, dass das halt eigentlich ein Zwei-Biss-Job ist, aber es kann doch sein, dass du das nicht alleine machen darfst. Alter, das ist voll verwirrend in einem Auto. Was denn? Dass du diesen Punkt hast von dem Maschinengewehr, das naja.
Ja, aber gut, das Ding macht halt Laune, weil du da eine Möglichkeit hast, ein bisschen draus, mit draus zu schießen und ein bisschen sicherer bist. Wobei ich immer noch Fan von dem Kuruma bin. Ich denke mal, ich werde den immer wieder raus aus der Garage holen. So. Bin gespannt, wo wir jetzt hin müssen. Oder was wir machen müssen. Ah, Feinde. Scheiße. Warum steigt der aus? Feinde. Ja. Bleib doch stehen! Bleib doch stehen mit dem Auto! Oh. Nein! Ich hab hinten dran gelegen mit der Deckung, weil ich den... Weil ich meine Autos gerne als Deckung nutze. Erledige die Merryweather. Ah. Ich glaube, die Mission ist beendet. Was müssen wir denn holen? Okay, dann leben wir. Zack, tot. Scheiße. Jetzt ist sie beendet. Ne, die war auch schon vorher beendet, weil ich den LKW zerstört habe. Die Frage, was ist die? Ja, weil der zweimal gestorben ist. Und ja. Deswegen. Aber ich dachte, wir müssen den LKW da vorne klauen, der da steht. Deswegen habe ich gedacht, wäre ja schon beendet. Dann war das nicht so tragisch, dass ich da mit Raketen reingeschossen habe. Aber der ist zweimal gestorben und die Dieben schon weggezogen und dann bin ich halt einmal daher gestorben. Ich bin auch tot. Na dann zeig uns mal, du King. King Lucky. Lucky, Lucky, Lucky. Lucky, Lucky. In seinem Killer-Outfit. Ja. Warum man nicht in dem Heli steigt und versucht... Versuche ich dann von oben von der Luft wegzuholen, aber gut. Der wird schon irgendwie hoffentlich wissen, was er kann, was er tut. Mit seinen Level 78. Auf jeden Fall hat er jetzt erstmal ein Scharfschutz. Ne, so Feuerwerksdings. Ich habe jetzt Feuerwerksrakete. Das Gute ist, es spawnen wahrscheinlich nicht immer alle nach. Das heißt, es werden jetzt noch 6 Leute sein. 3, 6, 7, 8. Achtens. Ich würde jetzt immer ein Stück weiter. Hacke, hacke den Laptop. Okay. Naja, mal gucken, was er was kann. Ich glaube, ich kenne die Mission aber irgendwoher. Ich glaube, wenn der den Laptop gehackt hat, kommen jetzt immer dann noch Helis und so. Muss der doch irgendwie noch verschwinden oder sowas. Ich denke, deswegen ist das auch eine Zweier-Mission. Dass einer draußen beschützt und der andere dann irgendwie hackt oder irgendwie sowas.
Na, hat der super gut funktioniert. Gut, der ist auch dreimal gestorben, ne? Was haben wir denn hier unten? Attentat. Hier unten, ich weiß nicht, am Attentat wieder so eine Gegnermission ist. Aber es sieht nämlich, glaube ich, dass das ein. Ist das eine Mission? Weiß ich nicht. Rückführung, Simeonomie.